Und weiter geht's. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mass Effect 2. Wir müssen jetzt die Überlastungskraft benutzen von dem, wie heißt der Blödmann, von Wilson. Es reicht. Verschwinden wir von Volleyballkopf. Passt ja irgendwie. Ups. Okay, wir haben sie erledigt. Aber langsam wird's eng. Shepard, wenn ich Ihnen sage, für wen wir arbeiten, vertrauen Sie mir dann? Das ist jetzt wirklich der falsche Zeitpunkt, Jacob. Wir schaffen es nicht, wenn sie mit einem Schuss in den Rücken rechnet. Wenn sie den Boss verärgern, riskieren sie ihren Arsch dabei, Jacob. Das Lazarus-Projekt. Das Programm, das sie wiederhergestellt hat. Finanziert und kontrolliert wurde es von Cerberus. Wenn der blöde Wilson nicht gleich die Klappe hat, dann dreht ich ihm mal was ganz anderes in den Arsch. Alter. Ja, Cerberus, also das ist wohl eine nicht so sehr beliebte Organisation, aber scheinbar die einzige, die sich wirklich mal bewegt und irgendwas erreichen möchte, im Gegensatz zu vielen, vielen Schwafeln der Allianz, die einfach nur immer reden und nichts tun. So finde, so habe ich das bislang mitbekommen. Cerberus, kommt mir bekannt vor? Ich glaube, ich bin einige Male auf Cerberus gestoßen, als ich in Sachen Saren ermittelt habe. So eine Art Pro-Mensch-Splittergruppe, richtig? Nun, die Allianz möchte, dass die Leute genau das glauben. Aber es steckt mehr dahinter. Die Allianz hat sie für tot erklärt. Sie hat sie aufgegeben. Cerberus hat ein Vermögen ausgegeben, um sie zurückzubringen. Stimmt. Also, ich wäre auch misstrauisch. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Ich dachte, sie verdienen es, Bescheid zu wissen. Sobald wir von der Station runter sind, bringe ich sie zum Unbekannten. Er wird ihnen alles erklären. Versprochen. Ich gehe nicht zu Cerberus. Gut, gehen wir, was wollen sie? Je nachdem, wie wir hier antworten, kriegen wir gute Punkte oder Minuspunkte, also Vorbild oder abtrünnig. Also Arschloch oder Engelchen, sag ich mal. Und ja, gut. Mir ist egal, was Sie getan haben oder was Sie mir erzählen. Ich arbeite nicht für Terroristen. Das können Sie alles dem Boss erzählen. Aber erst, wenn unsere Ärsche in Sicherheit sind. Wir haben das Shuttle fast erreicht. Plus 6 Vorbild bekommen. Ein Medigel verloren. 100 Credits. Wunderbar. So. Ich wollte sagen, ich hätte gerne meine Waffe wieder. Kann man hier was nehmen? Nee. Wie gesagt, ich finde, diese Umgebung ist super klasse gemacht. Nur was gucken, kann man hier auch? Nee. Oh, ja, jetzt habe ich Hacken. Ich habe gar nicht gesehen, jetzt habe ich es halt aktiviert. So, wir müssen, ich hätte vorher mal gucken sollen. Hier macht es noch nichts aus. Ups, wir dürfen, ja. Ne? Ich kann gar nicht so schnell erklären, wie das hier passiert. Was ist denn jetzt gewesen da hinten? Also, wir müssen uns dieses Muster hier merken. Also quasi gar nichts. Diese Treppe hier. Weiß, lila. Und wir müssen es steuern und wir dürfen nicht... Wir dürfen... Hier, jetzt hat sich's geändert. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist es nicht. Das hier? Nee. Wir haben nur eine gewisse Anzahl an Versuchen. Wir dürfen aber nicht auf diese roten Felder kommen. Das da. Und das da? Weiß. Nein. Jetzt kommt orange. Orange, weiß. Ich mag dieses Spiel nicht. Ich bin schon 100 Mal dran vorbei, aber ich finde es gerade wirklich nicht. Man darf sich auch nicht hetzen lassen. Später hat man, kann man das nämlich nur noch einmal machen. Ich finde es nicht. Ich bin zu doof. Oh, was ein Rotz. Fuck. Ja, und wie gesagt, später ist es so, dass wir das nur noch einmal machen können. Ich mache es jetzt, weil ich die Credits haben will. Credits sind Geld. Okay, grün, 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 grün. Hier. Okay, das ist auch noch einfach. Da haben wir es ja auch gleich. Das da ist nicht hier. Nee. Also manche von diesen Dingern sind sehr markant, manche wiederum nicht so sehr. Ich finde diese... Ist das das hier? Ja, oder? Ja. Dieses Bilip, 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 das macht einen irre.
Okay, das ist zum Beispiel die andere Art des Hackens. Man muss sich eben dieses Muster oben merken. Und mit den Steuertasten links, rechts, unten, bla, oder oben. Und mit der Leertaste bestätigen. Und das habe ich am Anfang aufs Verrecken nicht hingekriegt. Ich habe das die ganze Zeit mit den... Systeme aktiv. Wow! Nein, nicht dort. Postier dich mal da, du Hirni. Genau. Gute Reise! Was mir noch irgendwie so ein bisschen... Ja, genau. Wunderbar. Da habt ihr dieses blaues Ding gesehen? Oder dieses lilane? Das ist eben, wenn man sich wieder auflädt. Man sollte schon ein bisschen durch die Gegend laufen. Man findet teilweise Credits. Was ist denn mit dir, ey? Alter, schwacher Krüppel. Sie hat mich angelaufen. Wow. Jacob hier gleich hier. Jacob finde ich sehr, sehr cool. Der macht wirklich einen sehr netten Eindruck. Der macht auch einen Eindruck, dass man ihm trauen kann. Das ist zumindest meine Meinung. Nachladen muss ich nicht. Gut. Nee, das ist, da könnte man ran. Ja, die Leertaste. Ey, Kumpel, was ist los? Der fällt gleich um. Weil ich ihn hier anbuffe. Genial. Das ist eine Frucht. Oh. Wir wurden entdeckt. Gar nicht wahr. Ich habe sie entdeckt. Ich hab sie. Au. Das sind auch welche. No. Ah ja, weggeschossen. Ja, ist ja gut. Seht ihr unten meine Anzeige? Sieht schon ziemlich scheiße aus. Jetzt werden wir uns mal kurz Deckung begeben. Da und voll ist sie. Wunderbar. Ich denke mal, das geht in normal oder schwer nicht so schnell. Wie gesagt, ich spiele es im Moment auf leicht. Glaub mir, das ist für mich schon wirklich genug. Wow. Hm, was haben wir denn hier gerade im Moment? Farb? Nee, ich will das da. Yay, wechselnde. Kollision zu erwarten, herrlich. Ja, bitte mal lösen. Das mit diesem, dass ich zuschlagen kann, wusste ich nicht. Hier kann man wieder hacken und hier kann man sich wieder anhören. Ich wollte gerade sagen, aber wir haben gerade noch ein Problem. Weg da. Das muss wehtun. Das will ich auch hoffen, dass das wehtut. Diese Singularity finde ich richtig genial. Ups, das war ein bisschen falsch gezielt. Ich hab sie. Boah, ich will auch was haben. So, ja, Jacob hätte ich jetzt auch noch was machen lassen können. Ich muss mich mal daran gewöhnen, dass ich Teampartner habe. Das Testsubjekt wurde geborgen. Aber der Schaden ist weitaus schlimmer als ursprünglich befürchtet. Naja. Also, wie sie das gemacht haben wollen. Ich meine, die Frau ist in der Umlauf. Die müsste theoretisch gar nicht mehr existieren. Die müsste ein Häuflein Asche sein. Hier, wenn ich zum Beispiel hier jetzt schon eins anklicke, dann sehe ich hier eigentlich nicht, was ist. Ich muss also vorher wissen, wo die Dinger sind. Hier zum Beispiel. Ja, okay, gut. Das war jetzt mächtig schwer. War auch nicht krass. Hier hat man auch wieder ein Zeitlimit. Aber das hier nicht zu schaffen, ist eigentlich fast ein Unding. Es ist ziemlich einfach. Zumindest wenn man sich... ich bin eigentlich ganz schön schlecht in Memory. Viel nerviger. Ich möchte speichern. Oh, endlich. Spiel speichern, danke. Viel nerviger finde ich nach wie vor das hier. Aber es bringt einem wirklich Credits. Ich weiß nicht, ob auch Erfahrung dazu kommt, habe ich noch nie nachgeguckt. Aber ich glaube, es sind nur Credits. Und Geld kann man meines Erachtens nach nie genug haben. Nein! Oh. Wie gesagt, darauf darf man nämlich nicht kommen. Wenn ich nämlich jetzt schon in dem weiteren Verlauf des Spiels wäre, wäre das jetzt schon
Game over, sag ich. Also nicht Game over, aber ich hätte es jetzt nicht mehr geschafft, das zu hacken. Zumindest das, was ich jetzt bislang gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt spezielle Sachen waren, die ich hacken musste und die jetzt einfach wirklich nicht mehr aufgingen. Oder ob das bei jedem mehrere Versuche gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall die hier, wo ich noch Fehler machen kann. Und später hatte ich welche, wo ich keine Fehler mehr machen konnte. Da war es dann nämlich gleich weg und da konnte ich es auch nicht mehr machen. Wie gesagt, sind theoretisch gehen nur Credits verloren, aber verloren. Aber Credits sind mir eben auch wichtig. Los, hier entlang. Wir sind fast bei Miranda. Aber sie waren doch... tot? Was zum Teufel machen Sie da? Hast du doch gesehen. Sie hat ihn abgeknallt. Mein Job. Wilson hat uns alle hintergangen. Das weißt du woher? Auch wenn Sie sich sicher sind, hat er so eine Begrüßung verdient? Er hat die Sicherheitssysteme sabotiert, meine Leute getötet. Und als nächstes wären wir dran gewesen. Sind Sie da ganz sicher, Miranda? Wir kennen Wilson seit Jahren. Was ist, wenn Sie sich irren? Ich irre mich nie. Ich dachte, das hätten Sie mittlerweile begriffen, Jacob. Wie Sie meinen. Was ist unser nächster Schritt? Wir steigen ins Shuttle und starten. Mein Boss will mit Ihnen reden. Sie meinen den Unbekannten? Ich weiß, dass Sie für Cerberus arbeiten. Ach, Jacob. Ich hätte wissen müssen, dass Ihr Gewissen Sie übermannt. Den Commander anzulügen ist keine gute Methode, um Sie auf unsere Seite zu ziehen. Wohl wahr. Nun, da wir ohnehin gerade alles offen ausbreiten, haben Sie vielleicht sonst noch irgendwelche Fragen, bevor wir starten? Gute Frage. Position, weiter Überlebende. Was ist mit dem Rest der Stationsbesatzung? Das ist die Evakuierungszone. Wenn sie jetzt nicht hier sind, kommen sie auch nicht mehr. Oh. Wir können nicht weg, ohne absolut sicher zu sein. Wir müssen zurück und nachsehen. Kapieren Sie es nicht? Gerettet muss hier nur eine werden, und zwar Sie. Alle anderen sind entbehrlich. Oh. Sie hat recht. Wir kannten alle die Risiken, als wir uns gemeldet haben. Ohne Sie hat das alles keinen Sinn. Gut. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von dieser Station. In Ihrem Fall sind es sogar zwei Leben. Gehen wir. Ich finde die Stimme des Hauptdarstellers bzw. der Hauptdarstellerin sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut gemacht. Für das jugendliche Aussehen nur ein bisschen zu alt. Bevor Sie den Unbekannten treffen, müssen wir noch ein paar Fragen zur Beurteilung Ihres Zustands klären. Was? Muss das jetzt sein? Wir hätten eigentlich wochenlange Tests durchführen sollen, um den Erfolg von Projekt Lazarus zu bestätigen. Jetzt müssen eben ein paar Fragen während des Shuttleflugs reichen. Okay. Den Unterlagen zufolge stammen Sie von der Kolonie Mendoa und haben Ihre Eltern bei einem Überfall von Sklavenhändlern verloren. Sie haben sich zum Militär verpflichtet und für den Kampf gegen Batarianer beim Skillianischen Angriff einen Orden erhalten. Erinnern Sie sich daran? Viele Leben hingen davon ab, dass ich diese Stellung hielt. Ich habe nur getan, was ich tun musste. Wie auch immer, es war jedenfalls ziemlich beeindruckend. Freunde von mir waren auch dort. Zufrieden, Miranda? Fast. Versuchen wir es mit was Aktuellerem. Würmeier, wo sie Sarens Klonanlage zerstört haben. Sie mussten ein Mitglied ihrer Gruppe zurücklassen, das bei der Explosion gestorben ist. Gunnery Chief Ashley Williams ist im Einsatz gefallen. Sie waren dafür verantwortlich. Warum haben sie sie zurückgelassen? Das oder der Tod. Ja, und diese Fragen, also ich glaube, die guten Fragen sind immer oben und die schlechten immer unten. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich würde es nur mal schätzen. Wie gesagt, ich spiele gut. Ich habe an diesem Tag einen Freund in den Tod geschickt und das ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich musste so viele retten wie möglich. Ash hat ihr Leben für den Rest des Teams gegeben. Ohne sie hätte ich Saren nicht aufhalten können. Sie starb als Heldin. Ich verstehe, Commander. Ich wollte Ihre Entscheidung auch nicht anzweifeln. Jeder bei Cerberus weiß, dass die Klonanlage zerstört werden musste. Es gibt noch weitere wichtige Tests. Kommen Sie schon, Miranda. Schluss mit dem Quiz. Das Gedächtnis ist da und für Shepards Kampffähigkeiten kann ich persönlich bürgen. Yay. Vermutlich haben Sie recht. Hoffentlich akzeptiert der Unbekannte unseren kleinen Feldtest als ausreichend. Entweder das oder er kriegt einen Arschtritt. Er kann sich's aussuchen.
Ja, das war unsere erste sozusagen. Der Unbekannte wartet Mission. Im Nebenraum auf Sie. Man kann jetzt nochmal mit Ihnen reden? Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Könnt ihr ihn nicht mal anders nennen als den Unbekannten? Das klingt sowas von nervig. Wenn es nur der Trottel ist oder die Frucht. Die Frucht will uns sprechen. Und hier kann man schon, das finde ich schon mal ganz geil, hier kann man schon mal sein Aussehen ändern. Ich mag dieses Ding nämlich nicht. Ich sehe aus wie so eine, ich weiß nicht. Man kann sich auch einen Helm aufziehen, finde ich auch nett. Aber erstens mal würde ich, wenn überhaupt, dann den da nehmen. Aber ich möchte keinen Helm. Diese Sachen hat mir meine Schwester gesagt. Entschuldigung, ich muss als aufstoßen. Furchtbar. Kann man sich im Laufe des Spiels verdienen. So Beine. Hatte ich auch schon gekauft und so. Und hier kann man sich gut das Material, wie sehr es glänzen soll. OMG. Wie sehr meine Titten glänzen sollen. Die Farbe. Oh Gott. Hier. Moment. Commander Piggy. Oh, nee, auf keinen Fall. Normalerweise ist es so, dass ich das fast immer nur weiß habe. Weiß und blau. Ich liebe diese Farben. Muster. Hallo. Dieses Muster mag ich aber dann bitte mit einer anderen Farbe. Blau, 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 blau. Hallo. Nee, das hellere. Man soll es nicht so sehr sehen. Ich mag weiße Sachen. So, und dann haben wir noch dieses. Das haben wir dann immer, wenn wir auf irgendwelchen Nicht-Missionen sind, an. Oh, Moment, bitte. Ich krieg's hin. Das habe ich meistens an. Ich finde, es sieht einfach am besten aus. Das hier finde ich irgendwie... Ich meine, wo sind wir im Wilden Westen? Sieht doch beknackt aus. Ich mag es nicht so gern. Nicht, dass ich dieses Outfit nicht an sich mögen würde, aber sieht nicht sehr space-mäßig aus. Und das gibt's. Aber das wiederum sieht auch noch okay aus, aber meine Wahl fällt eigentlich auf das hier. Das sieht eigentlich am okaysten aus, um es mal ganz komisch und schlecht zu sagen. Und ich werde hier jetzt nochmal einen kleinen Schnitt und Speicher machen, weil ich angeschrieben wurde und weil ich halt wirklich nochmal speichern muss. So. Wir sehen uns dann beim nächsten Run. Eure Kimiko.